Oder müssen wir da nochmal was mitmachen? Ja, so, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, ne? Also wir müssen anscheinend irgendwo die Uhrzeit 6:05 Uhr einstellen. Und ich schätze mal, dass das an diesem... Oh, guck mal. Da war ja noch was. Bestimmt an diesem Gerät stattfinden muss. Was ist das denn? Ah, Moment. Ach, das kann man auch noch drehen. So. Wunderschön. Was ist das? Ach, ein Schild. Das ist bestimmt für den Ritter oben. Achtung, der Ritter kommt. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ritter, ich komme. Bitteschön. Ein Rubin, oder? Ein ovaler Edelstein. So, den werde ich jetzt eintauschen und dann kriege ich Geld und dann bin ich fertig. Wo kommt der denn jetzt hin? Kann man das wieder reinschieben? Das irritiert mich. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Das Spiel nennt sich The Room. So, wir können anscheinend noch irgendwas aufschrauben. Weil wir haben hier noch den Schraubenzieher. Und wir müssen noch 6:05 Uhr einstellen. Hat sich hier noch irgendwas getan? Kann man hier nochmal rumdrücken? Nee. Ah, irgendwas fehlt, aber es ist schwer zu sagen. Das ist bestimmt... Ja. Und jetzt? Sechs Uhr fünf. Ja, ich glaube, das war ursprünglich mal fürs Handy, beziehungsweise es ist halt immer noch fürs Handy. Die Frage ist, wie soll ich mit einem Zeiger, wenn man diesen Punkt als Zeiger betiteln könnte, wie soll ich da 6:05 Uhr einstellen? Moment, vielleicht kann ich ja noch irgendwas hier so erkennen. Ah! Natürlich! Zack. Yay! Kapitel abgeschlossen. Schöner Fortschritt, aber meinst du wirklich, du hättest das Können schon bewiesen? Natürlich. So. Ganz viel Kram. Was steht da? Ein ungewöhnlich geformtes Loch. Was ist das da? Kann man da dran drehen? Nee. Ich glaube, das Schwierigste ist immer den Anfang zu finden.
Eine Kiste, auf der sich eine Art Puzzle befindet. 15. Juli. Meine Erforschung des Nullelements schreitet rasant voran. Seine Quelle drängt mir immer stärker die Vermutung auf, dass es irgendwie mit meiner Seele in Verbindung steht. Seine Eigenschaften werden immer offensichtlicher. Es bezieht eine gewaltige Energie von irgendwoher. Ich habe einen Apparat gebaut, der es leitet und bündelt, doch ich scheue mich weiteren Experimenten. Ich scheute mich. Boah, scheue vor weiteren Experimenten zurück. Mir fehlt das Wissen um seine Kontrolle. 4 von 7, ja. Okay, was haben wir hier für eine Kiste? Hier ist so eine Kugel. Habe ich ja jetzt erst gesehen. Auf was muss das denn, damit das da hingeht? Auf das da. Das heißt, ich muss das irgendwie da runterbringen. Wunderbar. Sieben. Ein gewöhnlicher Schlüssel. Ist das alles hier? Gibt es hier noch irgendwas Geiles so? Irgendwie ein bisschen Geld? Ich glaube, das war alles. Ja, die Kiste ist auch weg aus dem Inventar. Da sind auch lustige Schlüssel. Wir haben. Ja, also so gewöhnlich ist der jetzt auch nicht, ne? So, wir müssen auch bedenken, dass wir hier oben noch was haben. Aber ich kümmere mich erstmal hier rum. Wo könnte man denn einen Schlüssel hinpacken? Was ist das überhaupt? Eine sternförmige Aussparung. Hier ist so eine kleine Kiste. Kann man aber nicht aufmachen. Hier ist sowas Schimmerndes. Und schimmernd ist irgendwie immer. Moment. Ein viereckiges Loch, da passt mein Schlüssel aber nicht rein. Aber wir haben das Loch wenigstens schon mal freigelegt. Was ist das? Einfach nur so. Was ist das? Da passt ein Schlüssel rein, guck mal. Das ist wahrscheinlich die gleiche Variante wie eben. Sag ich mir auch jedes Mal. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ein kleiner quadratischer Bolzen. Was ist das? Ein Rahmen für ein Stück Papier mit einer Be Betrachtungslinse. Achso, das ist nur nach unten gefahren. Okay, ein rechteckiges Stück haben wir. Was ist das? Hier fehlt ein Rad. Okay. Kommt das hier hin?
Kriegen wir mehrere davon? Nee. Oh, was ist das? Ach, Quatsch. Hier vielleicht? Da? Was ist das? Moment. Da kann man so nichts erkennen. Wofür ist das da? 6 Stück immer, oder was? Okay, da müssen wir anscheinend irgendwo was für finden. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Guck mal da. Das ist so eins. Kommt das dahin? Ach, ich dachte, das wäre viel größer. Quggt. Ah! Hier war doch. Da. Das dahin. So. Hey. Oh, das ist gruselig. Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Sigil. Sigil. Ein heller blauer Kristall, der ein seltsames Licht verströmt. Und wieder was zum Lesen. 29. Juli. Eine neue Entdeckung hat mich zutiefst erschüttert. Um die Brechungseigenschaften des Nullelements zu untersuchen, habe ich Linsen daraus gefertigt. Eine zu tragen ist mühsam und strapaziös, und mir offenbaren sich Visionen jenseits alles Vorstellbaren. Je tiefer ich in die Erde vorstoße, desto finsterer werden diese Visionen. Ich habe mein Arbeitszimmer in den Nordturm verlegt. Den Weinkeller kann ich nicht mehr aufsuchen. Okay. 5 von 7. So, wir haben so ein Ding. Kommt der hier oben drauf? Da kann man da noch ein bisschen dran rumdrücken oder irgendwas aufschrauben, aber ich glaube nicht. Irgendwo so. Ja, hier nicht. Gut. Dann halt. Ah, Moment, hier war doch so ein Ding. Da. Da kann man das so draufstellen. Nee, kann man das da hinstellen? Ein Penis. So, jetzt haben wir Laser. Was ist das? Ein kleines gewichtetes Schwungrad. Irgendwas Rundes. Da ist was Rundes.